Zuletzt hatten wir uns mit den probabilistischen Retrieval-Modellen beschäftigt und überspringen jetzt mal den Teil mit den Hidden Variable Models, also sowas wie LSI und ESA. Die Folien kann man sich natürlich trotzdem einfach mal anschauen. Ich werde jetzt aber den Wert hier sozusagen so ein bisschen mehr drauf legen, dass wir uns die generativen Modelle noch angucken, also gerade die Language Model basierten Retrieval-Verfahren, weil das eben auch noch quasi klassische Verfahren sind, die über einen ganz anderen Weg im Prinzip versuchen ranzugehen an das Retrieval-Problem als die Modelle, die wir bis jetzt gesehen haben. Und am Ende werden wir sehen, dass sie im Prinzip sehr ähnlich funktionieren. Was meint man mit generativen Modellen? Naja, im Prinzip gehen wir davon aus, dass wir irgendwie modellieren wollen, wie denn Dokumente oder auch Anfragen entstehen, also generiert werden. Und ja, so ein Dokument, was irgendwie in der Suchmaschine dann indiziert wird, wir sprechen hier die ganze Zeit über textbasierte Dokumente, das hat halt mal jemand geschrieben und der hatte da irgendeine Idee dazu, was für ein Thema er eben abhandeln möchte. Genauso, wenn man eine Anfrage stellt, hat man auch eine Idee, zu was für einem Thema man irgendwie was wissen will. Muss jetzt nicht immer die beste Anfrage sein, die man dann formuliert, aber im Prinzip hat man ein Thema im Kopf. Und das ist also so eine Art versteckte Themenvariable, die man nicht direkt erschließen kann. Also aus dem Dokumenttext oder aus dem Anfragetext kann man nicht direkt wissen, was derjenige, der die entsprechende Formulierung des Dokuments oder der Anfrage gewählt hat, was der eigentlich wollte. Aber die generativen Modelle versuchen das jetzt irgendwie möglichst gut zu approximieren. Und im Prinzip versuchen sie auch danach die Relevanz eines Dokuments zu bestimmen, wie gut es denn, oder beziehungsweise die Relevanz eines Dokuments für die Anfrage zu bestimmen, wie gut denn das Dokument zum Modell der Anfrage passt oder umgedreht, wie gut denn die Anfrage zum Modell des Dokuments passt. Und die Frage ist jetzt, was für Modelle man da unterscheiden kann. Also Modelle immer, die Dokumente entstehen lassen oder Modelle, die Anfragen entstehen lassen. Und da gibt es verschiedene Faktoren, wie man solche Modelle unterscheiden kann. Also zum einen, was für ein Prinzip wird denn überhaupt benutzt, um so ein generelles Modell zu trainieren? Ein übliches Verfahren wird irgendwie sein, so häufigkeitsbasiert ranzugehen und zu sagen, naja, ich weiß in dem Dokument, wie häufig kommen da einzelne Terme vor und dann frage ich, wie wahrscheinlich war es, dass ich, auch, wenn ich aus dieser Verteilung ziehe, beispielsweise die Anfrage generiert hätte. Grundsätzlich ist da dann immer noch ein wichtiges Problem, diese Verteilung zu smoothen, also eben auch gewissermaßen Dingen eine Chance zu geben, die in der Verteilung erstmal noch gar nicht irgendwie eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Sie wissen aber, Verteilung heißt, die Wahrscheinlichkeiten summieren sich alle zu 1. Wenn ich da jetzt irgendwem noch ein bisschen Wahrscheinlichkeitsmasse geben will, der vorher nicht dabei war, muss ich das irgendwo anders wegnehmen. Das ist im Prinzip etwas, was man mit solchen Smoothing-Methoden einfängt, also die Verteilung noch so ein bisschen anzupassen. Außerdem ist eine wichtige Frage, wenn man das Ganze jetzt aus Retrieval-Sicht betrachtet, generieren denn jetzt die Modelle die Dokumente oder die Anfrage oder irgendwie beides? Und wie würde man denn basierend auf so einem Modell dann die Relevanz eigentlich bewerten wollen? Oder wie würde man ein Ranking erstellen wollen? Grundsätzlich werden wir uns hier dann im Detail mit sprachmodellbasierten Verfahren, sprachmodellbasierten generativen Verfahren beschäftigen. Ein Sprachmodell ist aber eigentlich erstmal nichts wirklich Komplexes. Sie versuchen halt, so ein Sprachmodell versucht irgendwie Eigenschaften von Sprache einzufangen. Und auf der untersten Ebene im Prinzip kann man häufigkeitsbasiert vorgehen und eben sagen, ja, wie häufig kommt jedes Wort quasi in einem großen Korpus vor? Das ist dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und das bezeichnet man häufig einfach als Sprachmodell. Wenn aber Sprache eigentlich modellieren will, ist dann immer so die wichtigste Frage gegeben, ein String gehört er zur Sprache oder nicht. Und wie kann man das machen? Ja, auf zwei Arten im Prinzip. Einmal über formale Sprachen. Dazu gibt es ja auch quasi in der theoretischen Informatik viele Fragestellungen und entsprechende Module auch, die sich damit beschäftigen. Das ist dann üblicherweise ein grammatikbasierter Ansatz oder eben auf durch die Grammatik induzierte Automaten umgemünzt, also dass man eben fragt, gehört ein Wort
zu der Sprache. Ich frage mich, kann ich es aus der Grammatik ableiten oder nicht? Beziehungsweise würde das entsprechende Automatenmodell die Sprache erkennen oder nicht? So, das könnte man sich vorstellen für so Anfragesprachen oder auch Programmiersprachen beispielsweise, um zu schauen, ob etwas beispielsweise syntaktisch korrekt ist bei der Programmiersprache. Die andere Art, wie man Sprachmodelle sehen kann, ist nicht basierend auf Grammatiken oder eben nicht in diesem formalen Sinne, sondern dass man sagt, wir schauen auf statistische Sprachmodelle und das wird das sein, womit wir uns hier ein bisschen näher dann beschäftigen werden. Das ist im Prinzip so, dass wir sagen, wir werden so einen wahrscheinlichkeitsorientierten Ansatz wählen und sagen, im Prinzip wollen wir die Grammatik nicht explizit aufschreiben müssen, sondern durch wahrscheinlichkeitstheoretische Zusammenhänge sozusagen einführen. Das ist in Situationen nützlich, die man schwerer kontrollieren kann als beispielsweise Programmiersprachen, wo es eben eine relativ klare Syntax gibt und man dann eben einfach fragen kann, kann ich sozusagen basierend auf meinen Syntaxregeln einen entsprechenden Programmtext parsen oder steige ich da irgendwo aus, dann ist es halt kein formal korrektes Programm. Für diese statistischen Sprachmodelle gibt es eine ganze Menge Anwendungen, also beispielsweise sowas wie Part-of-Speech-Tagging, also Worterkennung. Oder auch Maschinenübersetzungen, also maschinelle Übersetzungen, automatische Übersetzungsverfahren arbeiten auch im Hintergrund mit sehr, sehr großen Sprachmodellen. Oder sowas wie Spracherkennung oder Handschriftenerkennung. Auch da sind solche statistischen Sprachmodelle sehr wichtig. Und eben im Bereich des Information Retrievals. Und das werden wir uns jetzt dann in diesem Abschnitt hier ein bisschen genauer anschauen. Kommen wir nochmal so ein bisschen über diesen Einstieg, nochmal ein kleines bisschen Wiederholung, wird so ein bisschen im Schnelldurchlauf sein. Was sind denn eigentlich so diese grammatikbasierten Ansätze? Und über die wollen wir uns dann so ein bisschen herleiten, warum es Sinn macht, auch quasi probabilistisch, also mit Wahrscheinlichkeiten ranzugehen. Grammatiken ist ja im Prinzip erstmal eher so ein formaler Begriff. In der theoretischen Informatik hatten Sie bestimmt schon mal eine Vorlesung zu Berechenbarkeitstheorie oder so, wo dann auch formale Sprachen mit dabei wahrscheinlich vorkamen. Und im Prinzip gibt es da vier wichtige Begriffe, beziehungsweise drei auf dem Weg hin und dann den Begriff der Grammatik. Es muss ein Alphabet geben, wir müssen irgendwie über das Konzept eines Wortes nachdenken und was eine Sprache überhaupt ist. Üblicherweise ist ein Alphabet mit Sigma bezeichnet, eine nicht leere Menge von Symbolen oder eben Zeichen, die man einsetzen kann. Wörter sind dann endliche Folgen von Symbolen aus dem Alphabet. Und ja, die Wortlänge ist üblicherweise sowas wie die Anzahl der Symbole. Meistens gibt es noch so ein ausgezeichnetes Wort Epsilon, das eben das leere Wort ist, also das einzige Wort, was Länge 0 hat. Und ansonsten würde man noch mit Sigma Stern oft das bezeichnen, dass eben die Menge aller Wörter über Sigma ist, also auch speziell das leere Wort dabei. Als Sprache bezeichnet dann jetzt, also L wie Language, eine Menge von Wörtern über dem Alphabet Sigma. Ist erstmal egal, wie die Menge tatsächlich aussieht. Jede Menge von Wörtern über dem Alphabet ist einfach erstmal eine Sprache. Und eine Grammatik ist dann einfach erstmal eine Regelmenge im Prinzip, die sagt, wie man Wörter ableiten könnte. Und die zu G passende Sprache ist dann eben die man aus diesen Regeln, die diese Grammatik G enthält, die Wörter, die man daraus bilden kann, bilden dann die zu G entsprechende Sprache. Man so eine Grammatik sich anschaut, ich gehe jetzt ein bisschen schneller immer über diese Nebenbemerkungen hinweg, können Sie vielleicht dann selber noch mal so ein bisschen anschauen. Wie gesagt, das hier ist einfach nur erstmal so ein kleiner Wiederholungsdings, was Sie wahrscheinlich schon mal in theoretischen Informatikvorlesungen gehört haben. Wenn man sich eine Grammatik anschaut, ist es eigentlich erstmal ein Viertupel. Man hat irgendwie eine endliche Menge von Nicht-Terminalsymbolen, eine endliche Menge von Terminalsymbolen, die einen leeren Schnitt mit den Nicht-Terminalen haben und eine Menge von Regeln, die im Prinzip meistens so eine Analogie haben, linke und rechte Seite. Also auf der linken Seite steht immer mindestens ein Nicht-Terminal und dann können davor noch Nicht-Terminale und Terminalsymbole stehen. Und auf der rechten Seite steht auch irgendeine Folge von Nicht-Terminal und Terminalsymbolen. Meistens gibt es noch mindestens ein ausgezeichnetes Startsymbol, also meistens ist es auch tatsächlich nur genau eins, also üblicherweise S genannt, wie Start, was dann eben andeuten soll, dass es da losgehen wird. Also das wird das erste Symbol sein. Und wenn man keine Regel hat, in der irgendwie S allein auf der linken Seite steht, wird man wahrscheinlich nicht vorwärts kommen. Die generierte Sprache aus einer Grammatik ist dann die Menge von Wörtern,
die nur aus Terminalsymbolen bestehen, die man mit einer endlichen Anzahl Schritten aus dieser Grammatik ableiten kann, ohne dass ich da jetzt ganz genau ins Detail gehe. Aber im Prinzip fragt man sich, was kann man alles aus dem Startsymbol in endlich vielen Schritten durch Benutzen der Regeln der Grammatik für Wörter generieren? Und diese Wörter, das ist dann die von G generierte Sprache. Als Beispiel könnte man sich hier sowas anschauen. Wir haben die Nicht-Terminalmenge S, A und B, also Startsymbol S und dann A und B als zwei Nicht-Startsymbole und Terminale haben wir A und B. Und vielleicht gibt es irgendwie diese Regelmenge hier. Also S wird zu ABS oder zum leeren Wort. Hier ist man dann schon fertig. Das leere Wort gibt es gar nicht nochmal auf der linken Seite. Und für diese ABS-Geschichte muss man jetzt fragen, was gibt es denn da noch für potenzielle Regeln? Also BS zusammen kann zu B werden. B und ein kleines B wird zu 2B. A und ein kleines B wird zu AB. Und A und ein kleines a wird zu AA. Wenn man sich dann anschaut, was man daraus alles ableiten kann, naja, man wird also das leere Wort generieren können und man wird aus dem ABS dann im Prinzip aus den A's entsprechend A's machen können, aus den B's entsprechend B's machen können und aus diesem S hier kann ich ja wieder A's oder B's machen oder eben auch immer das Leere, also kann ich so Folgen von A's und B's generieren und an gewissen Stellen kann ich eben dann auch mal sozusagen umdrehen. Und das Umdrehen muss ich eben machen, damit ich aus diesen AB-Folgen, die ich eben durch immer hinten das S wieder zu AB zu expandieren, damit ich aus diesen AB-Folgen dann irgendwann Nicht-Terminale machen kann, dafür ist es eben wichtig, dass ich dann tatsächlich die A's alle nach vorne rutschen kann, weil ich aus einem großen A nur was dann auch gegebenenfalls kleine A's machen kann. Wenn ich entweder ein B dahinter stehen habe, ein kleines B, oder ein kleines A dahinter steht. Ja, im Prinzip eine relativ einfache Grammatik. Ist jetzt keine, die irgendeine natürliche Sprache oder so generiert, aber ebenso diese Standard-AB-Sprache. Bei den Grammatiken selbst ist es dann aber interessant, dass man sich noch fragt, wie sehen denn eigentlich die Regelmengen aus? Was ist alles an Regeln erlaubt? Speziell, was ist auf den linken Seiten so erlaubt? Und ja, da können Sie sich sicherlich noch daran erinnern. Es gibt sowas wie reguläre, kontextfreie, kontextsensitive und ja, Typ-0-Sprachen. Im Prinzip ist bei Typ 0 gar nichts beschränkt. Also die Regelmenge kann beliebig sein. Bei kontextsensitiven sagt man, dass zumindest die rechte Seite mindestens genauso lang sein muss wie die linke Seite einer Regel. Also die linke muss kürzer oder höchstens genauso lang sein wie die rechte. Bei kontextfreien verlangt man, dass auf der linken Seite immer nur ein einzelnes Nicht-Terminal steht. Bei regulären eben dann noch, dass also zusätzlich dazu, dass es links nur ein Nicht-Terminal sein darf, verlangt man noch, dass auf der rechten Seite entweder nur Terminale oder eben höchstens ein Nicht-Terminal stehen darf. Also nur ein Terminalsymbol oder eben ein Terminalsymbol und ein Nicht-Terminalsymbol. Noch weiter eingeschränkt, diese kontextfreien. Und wenn Sie sich erinnern, gibt es dann so eine Art Hierarchie der Sprachen, die sogenannte Chomsky-Hierarchie. Man eben sagt, okay, reguläre sind die kleinste Menge an Sprachen. Die kontextfreien schließen die regulären ein, die kontextsensitiven wieder die kontextfreien und die rekursiv aufzählbaren oder eben die Typ-0-Sprachen sind dann nochmal größer und alles, was entscheidbar ist, sind sozusagen die kontextsensitiven Sachen. Jetzt kann man sich an der Stelle auch schon mal fragen, wo liegen denn jetzt eigentlich die natürlichen Sprachen? Die liegen irgendwo so zwischen kontextfrei und kontextsensitiv. Manchmal sagt man auch, ja, so schwach kontextsensitiv dazu. Wobei man keine wirklich gute Definition für schwach kontextsensitiv hat, außer dass man sowas sagt wie, man kann diese Copy-Sprache generieren, also zwei identische Wörter hintereinander, beispielsweise nur über A's und B's. Und wenn man das Ganze längenmäßig sortieren würde, die Wörter in der Sprache, dann ist der Unterschied zwischen zwei Strings, die aufeinander folgen, konstant, also nach oben beschränkt. Konstant, also gibt nicht zwei sehr, sehr unterschiedlich lange Strings sozusagen. Und das Enthaltenseinsproblem, also gehört ein Wort zur Sprache oder nicht, das ist in polynomialer Zeit entscheidbar. Das ist so eine Art, wie man
schwach kontextsensitiv sozusagen beschreiben könnte, aber es gibt nicht so eine wirklich fertige, von allen akzeptierte Definition dafür. Aber im Prinzip zwischen kontextfrei und kontextsensitiv, da liegen im Prinzip die natürlichen Sprachen. Ja, wenn man sich dann jetzt fragt, wie kann man die erkennen, erinnern Sie sich wahrscheinlich auch noch dran. Also die regulären Sprachen eben mit regulären Grammatiken, die kontextfreien mit kontextfreien Grammatiken und so weiter, die sind die Entsprechungen. Und was für Automaten gehören dazu? Naja, bei den regulären erinnern Sie sich hoffentlich, dass es endliche Automaten sind, egal ob deterministisch oder nicht deterministisch. Äquivalent wäre auch noch ein regulärer Ausdruck. Bei den Typ-2-Sprachen dann eben die Pushdown-Automaten, bei Typ 1 die linear beschränkten Turing-Maschinen und bei Typ 0 allgemeine Turing-Maschinen. Ja, das heißt im Prinzip, wenn man so ja, schwach kontextsensitive Grammatiken, beziehungsweise schwach kontextsensitive Sprachen als eben das Äquivalent zu den natürlichen Sprachen, beziehungsweise dass die da liegen, ansieht, dann braucht man irgendwie schon mehr als diese Pushdown-Automaten, dann braucht man einfach schon irgendwie Turing-Maschinen wohl. Wie schwierig ist es zu entscheiden, ob irgendwas zu der Sprache gehört? Ja, Typ 3, also regulär und kontextfrei, geht noch relativ einfach. Regulär ist linear, kontextfrei ist kubisch. Okay, das ist je nachdem schon ein bisschen unpraktischer, aber kubisch ist im Prinzip noch okay. Typ 1 dagegen ist NP-hart und auch mit einem exponentiellen Verfahren dann verbunden. Also ist schon ja, üblicherweise zu teuer für beliebige Strings, das zu entscheiden. Und Typ 0, können Sie sich erinnern, ist unentscheidbar. Warum haben wir das Ganze jetzt sozusagen als Vorrede gemacht? Nee, wir wollen uns im Prinzip mal Grammatiken bzw. Sprachen angucken und so ein bisschen darauf hinaus, was es jetzt eigentlich mit diesen wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen oder probabilistischen Gedanken zu tun hat, wenn man über das Modellieren von Sprachen nachdenkt. Als erstes könnte man sich fragen, so ein ganz einfacher endlicher Automat, der eben drei Zustände hat, in jedem Zustand sozusagen ein konkretes Wort verlangt, dann ist hier die generierte Sprache Simon says stop. Also so mit diesem Doppelkreis ist ja der Endzustand gekennzeichnet. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man es denn hin, dass ich jetzt mehr Simon says Sätze generieren kann als immer nur stop? Naja, dann müsste man die Grammatik sozusagen oder die Sprache ein bisschen aussagekräftiger machen und sagen, okay, statt einfach nur das konkrete Wort stop, sage ich hier, ist so ein Platzhalter für einen Verb. Also ich gebe einfach nur die Wortart an, den Part of Speech, und habe beispielsweise noch eine Menge von Verben, sowas wie jump, run und so weiter. Wenn ich die alle in einer Menge aufgesammelt habe, dann kann ich jetzt also Simon says jump, Simon says run, Simon says ein beliebiges anderes Verb generieren und die Mächtigkeit der Sprache ist dann eben so groß wie die Anzahl der Verben, die man in diese Menge gepackt hat. Die Frage ist dann, ist Simon says science ein Teil dieser Sprache oder nicht? Können Sie mal kurz drüber nachdenken, was würden Sie sagen? Können auch kurz den Screencast anhalten. Wer sagt ja, wer sagt nein? Kommt so ein bisschen drauf an, welche Filme Sie vielleicht gesehen haben. Wenn man sagt, im Martian, also in der Marsianer, da gibt es so einen Satz, da sagt der Mark Watney, I'm gonna have to science the shit out of this, und dann ist science eben verbisiert worden, also ein Tätigkeitswort geworden. Dann könnte man auch sagen, es ist hier drin, kommt aber so ein bisschen drauf an. Ne? Im Prinzip, man sagt, science, to science ist auch ein Verb. Dann kann ich es mit hier drin mir vorstellen, ansonsten eben nicht. Kommt so ein bisschen wie oft in der Informatik eben drauf an, wer diese Menge dann generiert hat. Beliebige Wörter da zu erlauben, also jetzt neben Science eben andere Worte, die wahrscheinlich eher nur Substantive sind, würde dann zu sehr unwahrscheinlichen Sätzen führen. Die Frage ist jetzt, wie kann man denn diese Unwahrscheinlichkeit dann einfangen? Und diese Unwahrscheinlichkeit kann man dadurch einfangen, dass man sagt, naja, ich gebe beispielsweise hier hinten die Möglichkeit, beliebige Wörter einzusetzen, aber die sind mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Und jetzt sind wir bei probabilistischen Automaten und sagen, hier hinten in diesem Zustand kann also mit Wahrscheinlichkeit 0,05 Jump genommen werden, 0,03 Run, 0,000, 0,002 Science, also eher unwahrscheinlich im Vergleich zu Jump oder Run.
Und die generierte Sprache ist dann jetzt eine, die davon abhängt, was ich für eine Wahrscheinlichkeitsschwelle ansetze und sage, ich lasse nur Wörter sozusagen hier hinten zu, die eine Wahrscheinlichkeit über einen gewissen Schwellwert haben. Den Schwellwert könnte ich dann so setzen, dass Science dabei ist oder dass es eben nicht dabei ist. Und ansonsten ist es natürlich dann auch so, dass dieser probabilistische Automat hier jeden Satz, den ich mit Hilfe dieses Automaten bilden kann, der ist immer nur drei lang, jeden Satz auf Wahrscheinlichkeit mappt, die eben der Wahrscheinlichkeit des letzten Wortes entspricht. Und die ganzen Wahrscheinlichkeiten der Sätze, die in einer Sprache enthalten sind, die sollten sich dann zu 1 aufaddieren, sodass es eben tatsächlich eine Verteilung ist. Im Prinzip kann man aber solche probabilistischen Automaten jetzt benutzen, um beliebige Dokumente zu generieren. Muss ja nicht nur drei wortlange Sätze sein. Ich kann da ja an jeder Stelle sagen, oh, hier kann ein beliebiges Wort hin und mit gewissen Wahrscheinlichkeiten kann dann nach einem Wort sozusagen das nächste kommen. Also könnte ich auch sagen, ich nehme mir mal nur diesen ganz einfachen probabilistischen Automaten, der sagt, ja, Wort W und ich kann an einer beliebigen Stelle sozusagen aufhören. Die Stopp-Wahrscheinlichkeit ist auch eine, die ich mitmodellieren werde. Und ich habe vielleicht sowas wie ja, aufzuhören, also dieses Terminalsymbol Stopp sozusagen zu generieren, hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,2. Der Term de hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,2, von 0,1, det 0,04, says 0,03 und so weiter. Also beliebig weit sozusagen, solange ich noch ein bisschen Wahrscheinlichkeitsmasse verteilen kann. Und jetzt kann man ausrechnen, was für eine Wahrscheinlichkeit ein gewisser Satz hätte. Im Prinzip habe ich ja erstmal hier in der Sprache, die durch diese Grammatik bzw. diesen Automaten generiert wird, alle Sätze, die ich mit diesem Vokabular, was hier in der Tabelle nicht fertig, aber im Prinzip in dieser Tabelle beschrieben ist, alle Sätze, die ich damit generieren kann. Und ich kann aber auch sagen, wie wahrscheinlich der Satz war, den zu generieren. Simon hat 0,01 laut Tabelle, says 0,03, that 0,04. Mark 0,01, Likes 0,02, Science 0,01 und zu stoppen hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 gehabt. Also das ist eben die Entsprechung. Insgesamt, wenn ich das aufmultipliziere, kommt eine sehr kleine Zahl raus, 4,8 mal 10 hoch minus 12. Also nicht besonders wahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlicher, als den Satz zu generieren, Science, 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 Science. Science, Science. Also wenn ich das genügend oft gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben tatsächlich größer, diesen Satz hier zu generieren. Jetzt könnte man im Prinzip annehmen, dass entweder dieser Automat hier Dokumente generiert oder man könnte ein bisschen schlauer sein und sagen, okay, angenommen, ich hätte für jedes Dokument, was irgendwie in meiner Suchmaschine im Index steckt, für jedes Dokument ein eigenes Sprachmodell, das eben sagt, wie wahrscheinlich bestimmte Terme in diesem Dokument sind. Dann könnte ich für eine gegebene Anfrage fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, diese Anfrage aus dem Sprachmodell des Dokument 1 zu generieren und wie wahrscheinlich ist es, diese Anfrage aus dem Sprachmodell des Dokuments 2 zu generieren. Und ich sage dann, das Dokument, was die höhere Wahrscheinlichkeit hat, passt wohl besser und ist dann wohl relevanter für die Anfrage. Also, dass ich mich einfach frage, gegeben die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Terme in einem Dokument, die kann ich ja auszählen, ich kann dann fragen, wie wahrscheinlich ist es in diesem Dokument, den Term the beispielsweise zu sehen? Dann kommt der Term, wenn er im Dokument vorkommt, eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in dem Dokument vor. Wenn nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit 0 und dann kann ich fragen, eine gegebene Anfrage, wie wahrscheinlich ist es, die aus diesem Sprachmodell des Dokuments zu generieren? Und Sprachmodell eben erstmal nur ein anderes Wort für Wahrscheinlichkeitsverteilung, wobei die Objekte, für die ich Wahrscheinlichkeiten ausrechne, eben Terme der Sprache sind, also Wörter über dem Alphabet. Und das ist im Prinzip die allererste, ja, Beobachtung, die man treffen sollte, wenn man sich fragt, wie kann man Language Model, also Sprachmodell basiert, Retrieval machen. Man könnte fragen, wie wahrscheinlich ist es, aus einem Dokument die Anfrage zu generieren. Und dann bekommt man wahrscheinlich sehr kleine Wahrscheinlichkeiten, aber trotzdem kann ich die miteinander vergleichen und dann die Dokumente bevorzugen, die die etwas größeren kleinen Wahrscheinlichkeiten generiert haben. Und das führt uns dann im Prinzip dazu, dass wir sagen, ja, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir wieder über Retrieval-Modelle sprechen können. Und bei den Retrieval-Modellen müssen wir wieder dieses Triple bauen und sagen, okay, wie werden Dokumente repräsentiert, wie werden Anfragen repräsentiert und was ist die Relevanzfunktion?
Ja, die Dokumentrepräsentation für sprachmodellbasierte Retrieval-Modelle ist im Prinzip so, dass man keine Einschränkung bei der Termmenge macht, sondern einfach sagt, jeder Term ist Teil der Terminologie, also speziell kein Stopping oder Stemming irgendwie erstmal dabei. Und die Repräsentation eines Dokuments, also das fette D für ein nicht fettes D, ist einfach die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Indexterme, die ich in diesem Dokument sehe. Also wie wahrscheinlich ist es, dass der Term TI in dem Dokument vorkommt? Und das zusammen soll eine Wahrscheinlichkeitsverteilung sein. Also die Wahrscheinlichkeiten sollen sich zu 1 aufsummieren. Da liegt es als erstes mal nahe, als Wahrscheinlichkeiten den relativen Anteil, die relative Häufigkeit eines Terms im Dokument zu nehmen. Allererste Grundidee, die werden wir dann noch ein bisschen verfeinern müssen, weil dann eben grundsätzlich Terme, die nicht im Dokument vorkommen, sofort eine Nullwahrscheinlichkeit haben. Das ist immer ein bisschen ungünstig, dann werden wir später sehen. Wie werden Anfragen repräsentiert? Na, das ist erstmal einfach eine Folge von Indextermen. Also da mache ich nichts, kein Wahrscheinlichkeitsmodell erstmal draus. Ich sage einfach, ich nehme die Folge. Und die Relevanzfunktionen, da gibt es zwei Arten, die wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen werden. Zum einen das sogenannte Query-Likelihood-Modell, das ich als Relevanzfunktion eben frage, gegeben die Anfrage, wie wahrscheinlich ist denn das Dokument D? Ist jetzt genau andersrum als das, was wir eben gesehen haben. Wir werden aber sehen, dass wir durch Umstellen sozusagen diese Beziehung hier, diese Bedingungen, die bedingte Wahrscheinlichkeit wieder genau umdrehen werden. Schon ein kleiner Spoiler-Alarm, aber im Prinzip frage ich, gegeben die Anfrage, wie wahrscheinlich ist das Dokument D? Oder das ist diese Repräsentation des Dokuments D? Oder man kann sich auch quasi als Relevanzfeedback oder eben als Query Refinement wieder vorstellen, das sogenannte Relevanzmodell, wo man fragt, was ist denn die sogenannte KL-Divergenz? KL-Divergenz ist eine Art, einen Unterschied zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu bestimmen. Also wie unterschiedlich ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich in D sehe und die, die ich in R plus sehe, also in den Repräsentationen, dem Sprachmodell für eine potenzielle Menge bekannter, relevanter Dokumente. Also die ich beispielsweise durch explizites oder auch durch Pseudo-Relevance-Feedback bekommen habe. Und das wird wieder so ein bisschen eine Analogie sein dazu, dass wir eben auch Query Refinement immer bei den anderen Retrieval-Modellen immer schon so ein bisschen versucht haben einzusetzen. Gut, dafür werden wir jetzt so ein bisschen wieder uns ein paar Herleitungen anschauen und eben so ein bisschen versuchen zu verstehen, was eigentlich dabei passiert. Als erstes wollen wir natürlich irgendwie mal versuchen, ohne Relevanzinformationen auszukommen und zu fragen, was ist denn dieses Query-Likelihood-Modell? Und ja, die grundsätzliche Idee ist also, dass wir sprachmodellbasiert herangehen, also Dokumente durch ihre Sprachmodelle ersetzen, also Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Terme. Und eine Anfrage also erstmal als Folge von Termen betrachten. Und das Query-Likelihood-Model wird jetzt also versuchen, diese Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, die bedingte Wahrscheinlichkeit, D zu sehen, wenn ich Q gesehen habe. Mit der Bayes-Regel kann ich das umformen, also die bedingte Wahrscheinlichkeit von D unter der Bedingung Q ist dasselbe wie die bedingte Wahrscheinlichkeit von Q unter Bedingung D mal die Wahrscheinlichkeit von D geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von Q, also einfach Satz von Bayes angewandt. Dadurch haben wir das jetzt hier schon mal umgedreht und das ist jetzt ja genau erstmal diese Wahrscheinlichkeit, die wir ebenso am Schluss der Überlegung zu probabilistischen Sprachgenerierungen hatten, dass wir gesagt haben, okay, man könnte versuchen zu fragen, wie gut passt denn die Anfrage zu einem Dokument und danach wollen wir versuchen zu ranken. Okay, jetzt steht hier aber erstmal noch mehr auf der rechten Seite, werden wir wieder ein bisschen umformen und sagen, naja, das ist rangäquivalent dazu, wenn ich also hier diese P von Q-Wahrscheinlichkeit weglasse, die hängt nicht von D ab, die ist für alle Ds gleich. Also egal welches Dokument ich versuche zu bewerten, ich teile immer durch diese Wahrscheinlichkeit, wenn ich diese hier ausrechnen will. Jetzt wissen wir wieder, eigentlich wollen wir nur ranken. Da ist der exakte Wert der Wahrscheinlichkeit egal. Es ist nur wichtig, dass ich die Dokumente relativ zueinander richtig anordne. Dann kann ich also diesen konstanten Faktor hier sozusagen weglassen. Und als nächstes müssen wir uns fragen, was ist denn das hier? Eine Wahrscheinlichkeit für ein Dokument? Ja, man kann sie auch weglassen und sagen, die Wahrscheinlichkeit für alle Dokumente ist gleich. Oder wenn ich sie drin lasse, dann muss ich sie die ganze Zeit mitschleifen, dann muss ich mir überlegen, was es sein könnte. Es könnte sowas sein wie basierend auf PageRank, also höhere PageRanks sagen größere Wahrscheinlichkeiten oder sowas für ein Dokument. Aber der Einfachheit halber beim Umformen, wenn wir es jetzt erstmal immer weggedacht uns denken, also uniform, alle Dokumente sind gleich wahrscheinlich,
Wie gesagt, im Hinterkopf kann man behalten, all die Umformungen, die wir jetzt machen, da steht am Ende immer nochmal P von D und diese Wahrscheinlichkeit für ein Dokument könnte irgendwie sowas sein, wie aktuell ist es, was für ein PageRank hat es, oder ich kann da auch irgendwelche Sachen miteinander verrechnen. Ja, formelmäßig machen wir es uns jetzt ein bisschen einfacher, dass wir es immer erstmal weglassen und nicht noch als Faktor immer mit hinten dran haben. Aber im Hinterkopf behalten, man könnte da auch eine a priori Wahrscheinlichkeit annehmen, die irgendwas über Dokumentwichtigkeit eben mitbenutzt. Aber was haben wir gemacht? Wir haben einen Satz von Bayes angewandt und eigentlich durch diese rangerhaltenden Umformungen, beziehungsweise die Annahme, dass Dokumente gleich wahrscheinlich sind, haben wir jetzt aus der bedingten Wahrscheinlichkeit D zu sehen, wenn wir Q sozusagen sehen, die Wahrscheinlichkeit, die bedingte gemacht, Q zu sehen, wenn wir D sehen. Also wie wahrscheinlich ist es, Q aus D zu generieren im Prinzip? Das werden wir jetzt noch so ein bisschen versuchen weiter zu machen und sagen, naja, wenn ich so ein Sprachmodell gegeben habe und die Art, wie ich sozusagen die Anfrage repräsentiere, ist ja erstmal nur als Folge von Term, dann kann ich ja fragen, also im Prinzip das für Q einsetzen, was diese Repräsentation von Q ist, nämlich einfach die Folge der Anfrageterme. Also frage ich mich, wie wahrscheinlich ist es, diese Folge der Anfrageterme zu sehen, wenn ich dieses Sprachmodell von D sozusagen benutze. Und wenn ich jetzt annehme, dass die Terme erstmal unabhängig voneinander sind, ja, muss man im Hinterkopf wieder behalten, Unabhängigkeitsannahme gefährlich. Terme sind eigentlich nie unabhängig voneinander, also selbst in Anfragen wahrscheinlich nicht. Manche Terme bilden Phrasen oder so, aber wir machen diese Annahme vereinfachend, so wie wir sie häufig schon gemacht haben und sehen dann am Ende, dass es einigermaßen gut funktioniert. Treffen also erstmal die Annahme, dass ich, um diese gemeinsame sozusagen bedingte Wahrscheinlichkeit auszurechnen, auch die jeweils einzelbedingten Wahrscheinlichkeit nehmen könnte für jeden Term einzeln in der Anfrage und die alle multipliziere, weil ich von Unabhängigkeit ausgehe. Wenn ich jetzt dann noch sage, ja, wenn da Terme mehrmals vorkommen, die Reihenfolge ist mir eigentlich auch noch nicht so wichtig, dann kann ich einfach einmal über die überhaupt in Q enthaltenen Terme gehen und sagen, naja, wenn einer mehrmals vorkommt, dann entsprechend habe ich als Exponenten die Häufigkeit des Terms in der Anfrage drinstehen. Und ja, das ist im Prinzip eine Art, wie ich das sozusagen fertig ausrechnen könnte, wenn ich wollte. Ich kann aber auch einfach sagen, ja, das lassen wir weg. Wir rechnen mit dieser Formel hier weiter. Wichtiger Punkt wieder, Wahrscheinlichkeiten sind klein. Das Produkt von kleinen Wahrscheinlichkeiten wird noch kleiner, um das Ganze ein bisschen numerisch stabiler ausrechnen zu können, gehen wir wieder zum Logarithmus über und sagen also, statt dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten rechnen wir die Summe der Logarithmen der Wahrscheinlichkeiten aus. Das ist also rangäquivalent, das ist nicht genau derselbe Wert, den wir da ausrechnen natürlich, aber wir wollen ja rangäquivalent umformen. Jetzt wollen wir also versuchen, das Ganze abzuschätzen und zu fragen, was ist denn die Wahrscheinlichkeit eines Terms gegeben die Repräsentation eines Dokuments, also das Sprachmodell eines Dokuments. Und als erstes könnte man sagen, ich brauche vielleicht dafür zwei Sachen. Also einmal will ich wissen, wie wahrscheinlich ist ein Term in einem Dokument. Da ist so im Prinzip die sogenannte Maximum Likelihood-Abschätzung wieder die günstigste, dass ich also sage, ein Term kommt so und so oft in dem Dokument vor, also die Termhäufigkeit. Ich weiß, wie lang das Dokument ist, wenn ich da also eine relative Häufigkeit draus mache, dann ist das schon mal ein guter Kandidat für eine Wahrscheinlichkeit. Also ich frage einfach, wie oft kommt der Term im Dokument vor und teile durch die Dokumentlänge. Damit habe ich dann auch jeden Fall erstmal garantiert, dass diese Wahrscheinlichkeiten sich alle zu 1 aufsummieren. Dann habe ich eine Verteilung und das könnte also das Sprachmodell erstmal sein des Dokuments, also Variante 1. Ein Problem, was man dabei bekommt, ist, dass ich Terme, die ich in der Anfrage habe, die aber nicht im Dokument vorkommen, die haben also eine Nullwahrscheinlichkeit. Und das würde dann dazu führen, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit, die Anfrage aus dem Dokument zu generieren, null ist. Das heißt, irgendwie ist das erstmal ungünstig. Ich möchte noch dafür sorgen, dass vielleicht auch ein Dokument gefunden werden kann, was vielleicht nur einen der Anfrageterme nicht enthält. Mit dem Sprachmodell, was aber jetzt diese relativen Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten ansetzt, werde ich das nicht hinkriegen. Deswegen müssen wir das noch ein bisschen manipulieren und das ist der Moment, wo wir das Sprachmodell, also dieses hier, was einfach erstmal diese relativen Häufigkeiten bestimmt, wo wir das smoothen werden, also so ein bisschen anpassen und sagen, okay, wir nehmen hier bei den Wahrscheinlichkeiten überall ein kleines bisschen weg und verteilen das auf alle anderen potenziellen Terme.
Das klingt jetzt erstmal unmöglich, weil ja auf alle anderen potenziellen Terme verteilen, das könnten ja auch erstmal wieder beliebig viel sein. Wie viel soll ich denn hier von jeder dieser Wahrscheinlichkeiten wegnehmen? Aber dafür gibt es Verfahren, sogenannte Smoothing-Verfahren. Und eins davon wird folgende Abschätzung mit benutzen, nämlich die Frage, wie oft kommt so ein Term denn überhaupt in der Kollektion vor? Also wir versuchen diese Geschichte hier erstmal mit einem Sprachmodell abzuschätzen, weil ich blätter nochmal zurück. Wir das ja sozusagen hier drin brauchen. Für jeden Term der Anfrage will ich wissen, wie wahrscheinlich ist es in diesem Dokument. Das wollen wir abschätzen. Da wollen wir jetzt aber eben nicht in die Falle laufen, dass für gewisse Terme da null Wahrscheinlichkeiten rauskommen. Null Wahrscheinlichkeiten sind hässlich. Da kann man sozusagen, da weiß man sofort, dass das Produkt der Wahrscheinlichkeiten null wird. Und es soll aber auch möglich sein, einzelne Terme nicht zu treffen. Jetzt wollen wir versuchen, ein bisschen auf die Terme, die in der Anfrage vorkommen, aber im Dokument nicht, ein bisschen Wahrscheinlichkeitsmasse zu verteilen. Und dafür werden wir nicht nur diese relative Häufigkeit brauchen, also wie wahrscheinlich ist es, den Term T in dem Dokument D zu sehen, angenähert durch diese Maximum Likelihood-Abschätzung, sondern wir werden jetzt auch fragen, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, den Term D in der Kollektion zu sehen, also dieser indizierten Dokumentmenge, die der Suchmaschine zugrunde liegt. Ja, und da werden wir eine ähnliche Abschätzung machen, auch Maximum Likelihood, und sagen, okay, wie oft kommt denn T insgesamt in überhaupt Dokumenten aus der Kollektion vor und wie lang sind denn die Dokumente der Kollektion insgesamt? Also hier einfach die Summe über die einzelnen Dokumentlängen und hier die Summe über die Termhäufigkeiten des Terms T für die einzelnen Dokumente. Insgesamt auch damit sichergestellt, dass die Verteilung hier eine Verteilung ist, also das Ganze sich zu 1 aufsummiert. Okay, das hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass wir das hier smoothen konnten. Für das Smoothing selbst gibt es jetzt beispielsweise das sogenannte Jelinek-Mörser-Smoothing. Also das Smoothing soll eine Lösung dafür sein, dass ich hier null Wahrscheinlichkeiten habe. Und das Jelinek-Mörser-Smoothing sagt, okay, ich mache so eine Mischung. Ich nehme nicht die bedingte Wahrscheinlichkeit T in D zu sehen, sondern ich mache so eine Art ja, Variante davon. Ich nehme nämlich diese bedingte Wahrscheinlichkeit nur mit einem gewissen Gewicht, 1 minus Lambda, als Gewichtsfaktor davor, nämlich diese Wahrscheinlichkeit T in D zu sehen. Und mit dem Gewicht Lambda, was dann eben der 1 minus Lambda sozusagen das Gegenstück ist, mit der Gegenwahrscheinlichkeit sozusagen, frage ich, wie häufig ist denn der Term D in der Kollektion überhaupt? Also Terme, die jetzt in dem Dokument nicht vorkommen, die hätten ja hier sozusagen einen Wert von 0, die bekommen jetzt erstmal als ihre Wahrscheinlichkeit die, gewichtet mit Lambda, überhaupt in der Kollektion insgesamt vorzukommen. Und das heißt jetzt, Terme, die wenigstens in der Kollektion vorkommen, die haben jetzt also schon mal kein Nullgewicht. Und nach Termen, die nicht in der Kollektion vorkommen, zu fragen, macht insofern wenig Sinn, als dass ich dann einfach sage, das ist also jetzt ein Term, der nicht in meiner Terminologie vorkommt. Danach zu fragen, ist im Prinzip in Anführungsstrichen verboten. Da weiß ich ja, dass ich sowieso nichts in der Kollektion habe, was da drauf matchen würde. Gegebenenfalls müsste man bei solchen Termen, die dann nicht mehr in der Kollektion vorkommen, also nicht mehr in der indizierten Dokumentmenge vorkommen, müsste man dann einfach sagen, okay, die lasse ich aus der Anfrage weg, weil bei denen ist es dann nun wirklich null. Also Jelinek-Mörser-Smoothing versucht linear zu interpolieren zwischen dem Sprachmodell des einzelnen Dokuments und dem Sprachmodell der gesamten indizierten Dokumentmenge. Jetzt ist die Frage, wie setzt man diesen Lambda-Faktor und so. Das ist so ein bisschen im Prinzip etwas, worüber schon viele Leute länger nachgedacht haben. Und eine Variante ist, dass man dann eben sagt, man nimmt das Ganze so, wie man es eben tatsächlich in der Formel hätte und fragt, wie setzt man dieses Lambda tatsächlich. Eine andere Variante ist, dass man für das Lambda wieder was anders Parametrisiertes einsetzt und sagt, naja, das ist das irgendwie wichtig, wie lang so ein Dokument überhaupt ist. Also wir wollen dieses Lambda danach setzen, wie lang eigentlich das Dokument D gerade ist, was ich bewerten möchte. Also nicht einfach ein Lambda für alle Dokumente nehmen, sondern dokumentlängenabhängig wird das Lambda bestimmen. Und sagen, je länger so ein Dokument ist, desto vertrauenswürdiger ist sein Sprachmodell. Der Hintergrund ist, je länger so ein Dokument ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Wahrscheinlichkeiten in dem Sprachmodell selbst ja genauer approximieren, worum es eigentlich bei dem Thema sozusagen geht, was bei dem Dokument behandelt wird. Kurze Dokumente, da ist es auch wahrscheinlicher, dass manche Terme gar nicht vorkommen. Und dann muss ich da eben im Prinzip entsprechend smoothen. Bei längeren Sprachmodellen sage ich, ist es. Bei längeren Dokumenten sage ich, das Sprachmodell ist verlässlicher.
Also zwei Arten. Jelinek-Mercer-Smoothing, da muss ich mich dafür entscheiden, wie ich diesen Parameter Lambda konkret setze, also welchen Wert ich ansetzen will. Bei Dirichlet-Smoothing sage ich, statt dieses Lambdas mache ich Folgendes. Ich nehme einen neuen Parameter, den nenne ich Alpha. Und an den Stellen, wo Lambda steht, setze ich dann also Alpha durch Dokumentlänge plus Alpha ein. Also die Länge dieses aktuellen Dokuments, was ich bewerten möchte. Wenn man das dann einsetzt, dann bin ich also bei dem Jelinek-Mercer gesmoothten Query-Likelihood-Modell. Da würde ich nach dieser Wahrscheinlichkeit fragen. Hier oben bin ich bei dem Jelinek-Mercer-Modell, wo ich einfach mich für den Lambda-Wert dann irgendwie noch entscheiden muss. Er sollte also irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Hier unten bei dieser zwei gestrichenen Variante bin ich also beim Dirichlet gesmoothten Language-Modell, wo ich dann sage, an den Stellen, wo also diese Wahrscheinlichkeit hier stand, steht jetzt also dieses TF, die Term Frequency durch die Dokumentlänge. Und ich habe also an den Stellen, wo das Lambda stand, dann entsprechend diese Alpha-Geschichte eingesetzt. Ja, insgesamt haben wir jetzt zwei Varianten. Also man könnte so versuchen abzuschätzen, weil mit der Original relativen Häufigkeit, hatten wir gesehen, gibt es die Chance, sehr oft Nullwerte zu haben. Hier mit diesem Jelinek-Mercer-Smoothing kann ich immerhin ein kleines bisschen was sozusagen über diesen Lambda-Parameter reinkriegen. Wenn der sehr klein ist, kommt also hier eine sehr, sehr kleine Ersatzwahrscheinlichkeit sozusagen raus, die dann einfängt, wie häufig ist denn der Term im Index sozusagen. Und beim Dirichlet-Smoothing habe ich im Prinzip auch die Idee, dass ich mit diesem, wie häufig ist der Term im Index nachsmoothe, also die Wahrscheinlichkeit ein bisschen anpasse, aber ich mache das Ganze noch so ein bisschen gewichtet nach Dokumentlänge. Und jetzt ist die Frage bei Jelinek-Mercer, wie setzt man das Lambda? Bei Dirichlet-Smoothing, wie setzt man denn das Alpha? Und dafür gibt es im Prinzip eine ganze Menge Studien schon, die dann im Prinzip herausgefunden haben, es kommt so ein bisschen drauf an, was man eben beispielsweise für Anfragen erwartet. Wenn ich das Lambda beim Jelinek-Mercer-Smoothing sehr klein mache, dann habe ich also wenig Smoothing und viel Wert darauf, sozusagen die Terme alle zu treffen, bin also eher bei so einer Boolschen AND-Interpretation der Anfrage. Wenn ich das Lambda größer mache, dann lege ich also mehr Gewicht darauf, was beispielsweise die Termhäufigkeit in der Kollektion insgesamt ist, und dann muss der Term gar nicht in dem Dokument so oft vorkommen, dann bin ich also bei so einem OR eher. Und üblich sind so Werte wie Lambda 0,1 für kurze Anfragen. Also wenn ich weiß, ich habe eine kurze Anfrage, sowas wie, keine Ahnung, höchstens 5 Terme oder so, setze ich Lambda auf 0,1. Wenn ich lange Anfragen habe, also sowas wie 10 oder mehr oder eben 6 oder mehr oder so, dann setzt man Lambda auf 0,7. Also ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Smoothings für kurze Anfragen, sage ich. Es ist wichtiger, dass die Terme sozusagen alle getroffen werden. Bei langen Anfragen sage ich, naja, es ist mir nicht so wichtig, dass alle Terme getroffen werden, deswegen darf es ein bisschen mehr sozusagen Smoothing-Gewicht aus der Hintergrundverteilung nehmen. Außerdem ist üblicherweise dieses Alpha für das Dirichlet-Smoothing irgendwo zwischen 1000 und 2000 angesiedelt. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, wie tatsächlich die Kollektion eigentlich aussieht. Also das sind jeweils Parameter, die man so ein bisschen darauf tunen muss, was man tatsächlich für eine Kollektion hat, also was für Dokumente hat man im Index und was für Anfragen erwartet man. Bei Keyword-Queries hat sich in Studien herausgestellt, dass Dirichlet-Smoothing ein bisschen besser, effektiver sozusagen ist, also bessere Ergebnisse auch liefert. Und Jelinek-Mercer ist besser, wenn man also eher natürlichsprachliche Anfragen hat, also ausführlichere Anfragen beispielsweise. Aber im Prinzip, diese Sprachmodelle sind da sehr, sehr anfällig dafür, dass man das Smoothing eben optimieren muss. Und das heißt, je nachdem, was für ein Retrieval-Szenario man hat, sollte man, wenn man sprachmodellbasiert vorgeht, also Query-Likelihood beispielsweise benutzen will, dann muss man auf jeden Fall smoothen. Und das Smoothing selbst muss man dann eben auch noch über diesen Lambda- oder Alpha-Parameter entsprechend anpassen. Da muss man so ein paar Beispiele eben haben, wo man sagt, ich weiß hier, was ich finden will für diese 100 Anfragen oder so. Wie müsste ich denn da die Parameter setzen, sodass das möglichst weit oben landet? Schauen wir es uns in einem Beispiel an. Also die Anfrage soll Präsident Lincoln sein und wir wollen jetzt fragen, was ist der Score für ein Dokument D1 aus einer Kollektion, über die wir jetzt ein bisschen was wissen. Also wir wissen ein bisschen was über das Dokument und über die Kollektion. Wir wissen, der Term President, also die Anfrage ist Präsident Lincoln, der Term President kommt in dem Dokument 1, 15 Mal vor.
in der Kollektion insgesamt 160.000 Mal. Der Term Lincoln kommt in dem Dokument 25 Mal vor, in der Kollektion nur 2.400 Mal. Das heißt, wenn man sich das hier nur erstmal so auf den ersten Blick so ein bisschen anschaut, Lincoln ist eher häufig sozusagen im Dokument gegeben, dass es in der Kollektion gar nicht so häufig ist. Und Präsident, naja, kommt insgesamt halt auch ziemlich oft vor. Also könnte es sein, dass der Term Lincoln für die Anfrage irgendwie entscheidender ist. So allererste Intuition, vielleicht wenn man nur auf diese Zahlen hier so geschaut hat. Was wissen wir noch über D1? D1 ist 1800 Wörter lang, also jetzt kein besonders kurzes Dokument, aber insgesamt wissen wir, die Durchschnittslänge von den Dokumenten in der Kollektion ist 2000, also ist D1 doch ein bisschen kürzer als der Durchschnitt. 2000 ist eine ordentliche Zahl, also das sind wahrscheinlich keine typischen Webseiten erstmal in der Kollektion. Webseiten haben meistens nicht viel mehr als ein paar hundert Wörter im Schnitt. Die Kollektion selbst hat 500.000 Dokumente, wenn der Durchschnitt 2000 lang ist, dann wissen wir, insgesamt sind wir bei 1 Milliarde Terme, insgesamt als sozusagen Länge der Kollektion insgesamt. Und als den Alpha-Parameter setzen wir jetzt einfach erstmal die durchschnittliche Dokumentlänge an und sagen, okay, das könnte irgendwie sinnvoll sein, weil wir ja sozusagen mit dem Alpha, da steckt ja sowas wie Alpha durch, Länge des aktuellen Dokuments plus Alpha drin, dann könnte man also als Alpha hier einfach mal die durchschnittliche Dokumentlänge nehmen. Es passt auch ganz gut zu der Beobachtung, dass es so zwischen 1000 und 2000 liegen sollte. Setzen wir es mal auf 2000 und versuchen mal, den Score auszurechnen, den wir jetzt mit diesem Query-Likelihood-Modell und seiner entsprechenden Relevanzfunktion ausrechnen würden. Also was ist der Score der Relevanzfunktion für das Dokument 1, für das repräsentierte Dokument 1 gegeben, diese Anfrage? Die Anfrage ist erstmal nur die Folge Präsident Lincoln. Die Repräsentation von D ist das Sprachmodell. Dafür brauchen wir jetzt erstmal nur sozusagen die Frage, wie häufig ist der Term aus der Anfrage und wie wollen wir smoothen? Dadurch, dass wir den Alpha-Parameter angesetzt haben, gehen wir also auf Dirichlet-Smoothing. Passt auch ganz gut, weil das eine Keyword-Anfrage ist. Und Dirichlet-Smoothing würde jetzt also ausrechnen 15 als TF des Terms in dem Dokument plus dann 2000 als Alpha-Wert mal die Häufigkeit von dem Term in der Kollektion insgesamt. Die Kollektion insgesamt ist 10 hoch 9 lang, also 10 hoch 9, 1 Milliarde Wörter lang. Der Term Präsident kommt im Dokument selbst 160.000 Mal vor, also 1,6 mal 10 hoch 5, das Ganze durch 10 hoch 9, also 2000 mal 1,6 mal 10 hoch minus 4. Und ich teile das Ganze nochmal durch, also die Länge des aktuellen Dokuments, was ich bewerten will, 1800, plus eben der Alpha-Parameter plus 2000. Das ist der Anteil vom Term President. Und das hier hinten ist der Anteil vom Term Lincoln, also 25 als Dokument, also als Häufigkeit, Termhäufigkeit im Dokument. Und dann eben wieder gesmoothed, 2400 durch 10 hoch 9 mal 2000, der Alpha-Parameter, und hier unten wieder 1800 plus 2000. Das Ganze eben logarithmisiert, weil man einfach nur rangmäßig die Dokumente anordnen wollen, und es ist leichter, Logarithmen zu addieren, als eben kleine Zahlen dann zu multiplizieren. Insgesamt, wenn man das Ganze ausrechnet, kommt minus 10,5 heraus, ist jetzt negativ, ist nicht schlimm, also kommt ja nur darauf an, dass wir sozusagen richtig rumsortieren und dann eben sagen, ja, Dokumente, die also kleinere negative Werte haben, also beispielsweise also weniger negative Werte, minus 2 beispielsweise, ein Dokument, was minus 2 bekommt, würde dann also höher gerankt werden als das hier, was minus 10,5 bekommt. Oder auch entsprechend etwas, was einen Score von minus 15 bekommt, würde dann niedriger gerankt werden. Das ist ja erstmal nicht wichtig, dass die Retrieval Scores, also die Relevanzbewertungen sozusagen positiv sind. Es ist wichtig, dass ich die Dokumente in der richtigen Reihenfolge habe, und das haben wir hier erstmal durch diese rangerhaltenden Umformungen sichergestellt, und hier in dem Fall haben wir noch Dirichlet-Smoothing eingesetzt. Jetzt könnte man fragen, wie ist denn das Ganze verglichen mit BM25? Können wir uns mal fragen, für diese Anfrage Präsident Lincoln, wie verhalten sich bestimmte Dokumente? Also für das erste, D1, wissen wir, Präsident kommt 15 Mal vor, Lincoln 25 Mal. Mit dem Dirichlet-Smoothed Language Model hatten wir also minus 10,53 ausgerechnet. BM25-Score, nur eben entsprechend mit der Formel ausgerechnet, wäre 20,6 oder 20,66. Das wäre bei beiden auf Rang 1. Und wenn man sich den Rest anschaut, bei beiden auf Rang 2 wäre ein Dokument
4, wo wir so ein bisschen damit rumoperationalisieren. Also die Dokumente unterscheiden sich so ein bisschen systematisch davon, was passiert. Also bei Dokument 4 mache ich mal diesen nicht so wichtigen Term, diesen Term President, nicht so häufig. Lincoln bleibt aber genauso häufig. Und da sieht man, es verändert sich relativ wenig im Score. Und das wäre das, was man auf Rang 2 platzieren würde. BM25 würde das auch auf Rang 2 platzieren. Jetzt dreht man das mal ganz mal um und sagen, okay, was passiert denn, wenn ich Präsident so lasse, wie es vorher war, aber Lincoln deutlich seltener mache? Dann werden wir feststellen, mit Language Modeling, also mit Query Likelihood, wäre das das Dokument, was wir auf Rang 3 packen würden. Das ist also weniger wichtig als das, wo Lincoln oft vorkommt und Präsident selten. Also scheint es tatsächlich so zu sein, dass für das Sprachmodell der Term, der in der Kollektion insgesamt nicht so häufig ist, wichtig ist. Interessanterweise ist das das, was BM25 erst auf Rang 4 packen würde. Schauen wir uns also das andere an, wo Präsident gar nicht mehr vorkommt und Lincoln 25 Mal, also immer noch Lincoln so oft wie in dem original wichtigsten Dokument. Das wäre jetzt das, was das Language Model auf Rang 4 packen würde, wohingegen BM25 das auf Rang 3 packen würde. Das sagt also dieser Term Lincoln, BM25 sagt das, der ist mir wichtiger. Also es ist immer noch gut, wenn ich den habe, als wenn ich den Term Präsident so oft habe wie vorher und eben Lincoln nullmal. Da stimmen aber dann beide wieder überein und sagen, das kommt auf Rang 5. Und der einzige Unterschied sozusagen hier in diesem Spielzeugbeispiel ist, dass das Language Modeling, das BM25, also die Ränge 3 und 4 jeweils vertauschen. Und auf Rang 3 beim Language Modeling liegt also das, wo Präsident, der Term, der sehr häufig in der Kollektion quasi ist, noch so häufig ist wie im Ursprungsding, aber der andere nur einmal vorkommt. Und bei BM25 ist tatsächlich auf Rang 3 das, wo der Term Lincoln noch so häufig vorkommt wie im Original, aber Präsident gar nicht mehr. Das ist also ein bisschen eine andere Bewertung. Bei dem Language Modeling würde man sagen, beide Terme zu treffen ist noch in gewisser Weise wichtiger als den einen sozusagen wichtigen Term überhaupt so oft zu treffen wie vorher und den anderen gar nicht. Das ist also ein bisschen so eine Unterscheidung. Manche Sachen sind ähnlich zwischen Language Modeling und BM25, aber manche Sachen sind auch unterschiedlich. Also bei BM25 ist es eben wichtiger, diesen tatsächlich nicht so insgesamt häufigen Term oft zu treffen, wohingegen es beim Language Modeling wichtig ist, ja, den auch zu treffen, aber man kann den auch nur einmal treffen und den anderen häufig, dann bin ich beim Language Modeling sozusagen noch besser, jedenfalls wenn ich das Dirichlet-Smoothing so mit diesen Standardwerten erstmal benutzt habe. Grundsätzlich in vielen Studien hat sich dann aber gezeigt, beide sind effektiv. Mal ist das eine ein bisschen besser, mal ist das andere ein bisschen besser. Also in manchen Szenarien ist Dirichlet-Gesmoothed das Query Likelihood sehr gut im Vergleich zu BM25. In anderen Szenarien ist dann BM25 eben ein bisschen besser als Dirichlet Language Modeling. Kommt also immer so ein bisschen auf das Szenario an. Grundsätzlich ist die Idee hinter beiden ja aber irgendwie unterschiedlich motiviert gewesen, aber man kommt am Ende so zu ähnlichen Schlüssen. Also, obwohl quasi BM25 aus diesem Probability Ranking Principle im Prinzip empirisch inspiriert war und Query Likelihood, also sprachmodellbasiert inspiriert war. Ja, das sind auch im Prinzip Wahrscheinlichkeiten, aber eben nicht im Sinne des Probability Ranking Principles probabilistisch vorgegangen. Es sind sehr unterschiedliche Inspirationen, aber am Ende funktionieren sie ähnlich gut. Das ist auch eine interessante Beobachtung, dass viele Retrieval-Verfahren erstmal eine unterschiedliche Inspiration am Anfang als Paradigma, wie man Relevanz bewertet, heranziehen, aber am Ende ähnlich gut funktionieren. Naja, so viel zu dem Query Likelihood. Fassen wir es nochmal zusammen. Was haben wir gemacht? Also als Relevanzfunktion haben wir gesagt, die Relevanz von dem repräsentierten D gegeben, auch eine repräsentierte Anfrage. Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, aus der Anfrage das Dokument zu generieren. Beim Umformen haben wir es dann aber eben genau umgedreht und gefragt nach der Wahrscheinlichkeit, aus dem Dokument die Anfrage zu generieren. Das war über den Base-Satz. Dann hatten wir im Hinterkopf noch, dass es quasi so eine a priori Wahrscheinlichkeit für Dokumente geben könnte, die man aber gegebenenfalls auch weglässt. Und ansonsten ist es einfach sozusagen das Produkt dieser Dirichlet-gesmoothten Wahrscheinlichkeiten oder eben, wenn man es rangäquivalent umformt, die Summe der Logarithmen dieser Dirichlet-gesmoothten Wahrscheinlichkeiten. Wie gesagt, Jelinek-Mercer-Smoothing kann Sinn machen, wenn man eher ausführlichere Anfragen erwartet. Im Standard-Keyword-basierten Fall ist es aber wahrscheinlich
also oft so in Studien gewesen, dass die Lesmusing besser war. Dabei, bei diesem Umformen, was uns also von dieser Wahrscheinlichkeit dann zum Ausrechnen dieses Produkts geführt hat, haben wir ein paar Annahmen getroffen. Einmal sozusagen die grundlegende Annahme der generativen Modelle, dass sozusagen das mentale Modell, was der Nutzer sozusagen hat für was ist denn ein relevantes Dokument, dass ich das im Prinzip, dass er das benutzt hat, um die Anfrage zu generieren. Also das ist so eine der Grundannahmen, die sozusagen hinter dieser Richtung stand. Und eine zweite Annahme ist, dass wir sagen, diese Gleichung, die wir jetzt hier sozusagen aufgestellt haben, oder diese Abschätzung, die repräsentiert dann eben die Wahrscheinlichkeitsabschätzung, dass ein Dokument tatsächlich das ist, was der Nutzer so im Kopf hatte. Also der Nutzer hat natürlich nicht ein konkretes Dokument im Kopf gehabt, aber um jetzt hier so diese generative Modellabschätzung hinzukriegen, hat man also diese Annahme getroffen, dass also diese Gleichungen, die wir aufgestellt haben und diese Abschätzfolgen, dass die immer noch einfangen, was der Nutzer eigentlich als Dokument im Kopf hatte und zwar eine Wahrscheinlichkeit dafür dann zurückgeben. Außerdem ganz wichtig, haben wir zwischendrin wieder mal angenommen, dass Wörter unabhängig voneinander vorkommen. Und zwar in Dokumenten. Wir wissen, das ist nicht so. Wir haben auch mal angenommen, dass sie unabhängig in Anfragen vorkommen. Wissen wir auch, das ist wahrscheinlich nicht so. Wir haben außerdem angenommen, vierte wichtige Annahme, dass Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen, quasi genauso wahrscheinlich sind, in relevanten wie nicht relevanten Dokumenten vorzukommen. Das ist sozusagen so ein bisschen nebenbei untergegangen, weil wir einfach gesagt haben, wir schauen dann nur noch auf die Terme, die tatsächlich in der Anfrage vorkommen. Und ja, das hatten wir so bei der Abschätzung für diesen hinteren Teil dann erstmal weggelassen, aber jetzt haben wir es wieder mit eingeführt. Es gibt so eine Art a priori Wahrscheinlichkeit für Dokumente. Um diesen hinteren Teil abzuschätzen, brauche ich den nicht. Da kann ich einfach beispielsweise davon ausgehen, die Dokumente sind alle gleich wahrscheinlich. Ich kann aber auch sozusagen diese Wahrscheinlichkeit jetzt dann doch wieder einführen und sagen, wichtigere Dokumente, beispielsweise die, die einen höheren PageRank haben, die booste ich damit ein bisschen, weil ich denen da eine höhere Wahrscheinlichkeit mitgebe als a priori Wahrscheinlichkeit. Das ist im Prinzip Query Likelihood mit Dirichlet-Smoothing. Entsprechend, wenn man Jelinek-Mörser genommen hätte, würde dann hier eben diese Lambda-Fassung stehen. Beides sind erstmal okaye Arten, über Anfragen nachzudenken. Jetzt muss man sich nochmal fragen, was kann man hiervon denn alles vorberechnen? Naja, diese Termhäufigkeiten kann man vorberechnen. Diese Wahrscheinlichkeiten hier, wenn ich beispielsweise PageRank nehme, kann ich vorberechnen. Ich kann die Länge der ganzen Kollektion vorberechnen. Ich kann auch diese Einzelwahrscheinlichkeiten hier vorberechnen. Das Alpha, na gut, das muss ich irgendwie setzen. Die Länge der Dokumente kenne ich. Also das sind alles Sachen, die im Index stehen. Das Einzige, was ich dann eben machen muss, ist tatsächlich hier diese Summe, die kann ich auch schon vorberechnen, also die Terme, die im Dokument vorkommen und diese Länge der Kollektion insgesamt, die kenne ich. Also das hier packe ich insgesamt in den Index. Das Einzige, was ich dann halt machen muss, ist zum Anfragezeitpunkt, also entweder das Produkt dieser Werte für die Anfragetherme zu bilden oder besser, numerisch stabiler, die Summe der Logarithmen auszurechnen. Also auch nicht besonders aufwendig zum Anfragezeitpunkt. Ich kann viele Sachen davon quasi vor in den Index packen. Ja, jetzt hatten wir ganz am Anfang noch gesagt, neben dem Query Likelihood könnte es auch die Frage geben, das Ganze über ein sogenanntes Relevance Model zu lösen, also wenn ich Relevanzinformationen wieder dazu nehme. Und da sind wir wieder beim Query Refinement, dass wir uns eben fragen, angenommen, ich weiß schon etwas über die relevanten Dokumente, dann versuche ich nicht irgendwie die Frage zu stellen, wie wahrscheinlich ist es aus dem Sprachmodell eines Dokuments, die Anfrage zu generieren, sondern ich frage, wie ähnlich sind sich denn zwei Verteilungen, und zwar einmal das Sprachmodell, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich aus dem Dokument bekomme, und zum anderen die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich aus den Dokumenten kenne, die irgendwie also die relevanten Dokumente sind. Und angenommen, ich würde alle relevanten Dokumente kennen, die nennen wir mal die nennen wir mal R-Stern, dann könnte ich ja auch die repräsentieren und dafür diese Wahrscheinlichkeitsverteilung aufstellen, gegebenenfalls eben gesmoothed, jeweils mit Dirichlet oder Jelinek-Mörser beispielsweise, aber es gibt auch noch ganz viele andere Smoothing-Varianten. Und jetzt könnte ich fragen, wie wahrscheinlich,
Wie gut passt denn die Verteilung, die ich für R-Stern bilden kann und die ich für die Dokumente bilden kann, wie gut passen die zusammen? Und das kann ich jetzt entweder machen, indem ich die gesmoothed mache oder indem ich sie auch beispielsweise einfach nur ungesmoothed, also die tatsächlichen relativen Häufigkeitsverteilungen miteinander vergleiche. Das Ganze ist jetzt natürlich so, dass ich damit nicht diese Wahrscheinlichkeit ausrechne, D zu sehen, wenn ich Q sehe, aber das ist eine rangäquivalente Umformung, wenn ich tatsächlich etwas über die relevanten Dokumente weiß, also wenn ich dieses Relevance-Model tatsächlich aufstellen kann. Und die KL-Divergenz selbst, das ist jetzt also erstmal nur ein Maß dafür, wie ähnlich sich zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind. Und die ganze KL-Divergenz, die mache ich halt noch negatives Vorzeichen dazu, weil ich einfach in der Definition vom Relevanzmodell sage, okay, wir wollen die KL-Divergenz jeweils negativ ansetzen. Wie rechnet man die KL-Divergenz aus? Naja, es ist im Prinzip eine relativ einfache Formel, die Sie vielleicht so ein bisschen an Entropie erinnert. Man hat also eine gewisse Richtung, also es ist wichtig, was hier als erste Verteilung steht und was hier als zweite Verteilung steht. Ist nicht symmetrisch, die KL-Divergenz. Das, was am Anfang steht, das habe ich hier sozusagen als Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, T in diesem Sprachmodell der relevanten Dokumente zu sehen? Mal, und das ist jetzt der Logarithmus von diesem Wahrscheinlichkeitsverhältnis, T in den relevanten zu sehen und T in dem Dokument zu sehen. Und man sieht, dass die Richtung wichtig ist, weil sozusagen das, was die Verteilung, die hinten stand, die steht hier unten im Nenner. Die Verteilung, die vorne stand, steht hier oben im Zähler und hier eben als Faktor noch davor. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist die KL-Divergenz von D und R Stern, würden sich die Rollen entsprechend tauschen und es wären andere Werte, die ich rausbekomme. Also KL-Divergenz ist kein symmetrisches Maß. Wenn man das Ganze ein bisschen umstellt, nämlich danach, dass man sagt, okay, wenn ich den Logarithmus von einem Quotienten bilde, dann kann ich auch einfach quasi den Logarithmus von oben minus den Logarithmus von unten nehmen. Ich habe hier noch ein negatives Vorzeichen davor. Dann stelle ich fest, muss ich es also umdrehen. Das heißt, ich habe eigentlich die Summe dieses Produkts, nämlich das, was hier unten stand, also p von t gegeben r Stern mal der Logarithmus von p von t gegeben d minus und entsprechend hier hinten dann Logarithmus p von t gegeben r Stern. Und das ist also sozusagen das Ausformulieren hier hinten. Logarithmus vom Quotienten ist Logarithmus von oben minus Logarithmus von unten. Und dann habe ich hier insgesamt ein Minus davor stehen, also kann ich das Ganze dann doch noch wieder umdrehen. Und als nächstes kann ich dann noch fragen, wie sieht es denn aus hier hinten? Da steckt ja gar nicht mehr das D drin. Das, was ich hier hinten also abziehe, ziehe ich für jedes Dokument in gleicher Art ab. Wenn ich also eh nur am Ranking interessiert bin, kann ich das hier hinten auch wieder weglassen. Und das heißt, eigentlich ist nur dieser vordere Teil hier von D abhängig. Und wir haben diese Wahrscheinlichkeit D oder die bedingte Wahrscheinlichkeit D gegeben Q rangäquivalent umgeformt in die Summe der Wahrscheinlichkeiten, dass P in den relevanten vorkommt, mal den jeweiligen Logarithmus der Wahrscheinlichkeit, dass T in dem Dokument vorkommt. Wenn ich also relevante kenne oder die relevanten kenne, kann ich jetzt das hier ausrechnen und dann sagen, danach kann ich die Dokumente D anordnen. Benutzt habe ich dazu sozusagen diese Kullberg-Leibler-Divergenz in einer negativen Form, sodass ich jetzt hier am Ende kein Minus mehr stehen habe. Kullberg-Leibler-Divergenz wird auch relative Entropie genannt, hat sie wahrscheinlich von der Formel her so ein bisschen daran erinnert. Im Prinzip sagt eine Kullberg-Leibler-Divergenz von 0, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilungen quasi identisch sind, also zumindest oder sich sehr ähnlich verhalten. Eine Kullberg-Leibler-Divergenz von 1 würde sagen, dass die zwei Verteilungen sehr unterschiedlich sind, aber im Prinzip ist die Kullberg-Leibler-Divergenz auch nicht nach oben beschränkt erstmal. Üblicherweise würden wir jetzt versuchen, dieses p von d gegeben r Stern direkt abzuschätzen, also die Wahrscheinlichkeit aus dem Relevanzmodell, also aus dem Sprachmodell der Relevanten, das Dokument zu generieren. Wenn man das macht, dann ist man wieder bei einer anderen Art der sprachmodellbasierten Retrieval-Modelle, nämlich dem sogenannten Document-Likelihood-Modell. Praktisch hat es aber nicht gut funktioniert,
weil nämlich die Abschätzungen dann sehr stark von der Länge von D abhängen und deswegen sehr schwierig zu vergleichen sind für unterschiedlich lange Modelle. Deswegen sind wir auch hier erstmal nur beim Query-Likelihood-Modell gewesen und haben uns das Document-Likelihood-Modell gar nicht so weiter angeschaut. Also wenn Sie es aber in einem Lehrbuch mal lesen, ist auch eine andere Art, wie man das versuchen könnte. Hat jetzt erstmal nichts mit dem Relevance-Model zu tun, wie wir es jetzt weiter behandeln werden, außer dass eben hier das Sprachmodell der Relevanten tatsächlich drin steht. Eine Idee könnte jetzt auch einfach sein, zu sagen, diese Wahrscheinlichkeiten, ich bleibe da nochmal kurz zurück, diese hier, also T in den Relevanten zu sehen, die schätze ich einfach erstmal ab, indem ich frage, wie häufig kommt denn T überhaupt in der Anfrage vor? Wenn es häufig in der Anfrage vorkommt, intuitiv, soll es eben auch wohl in den relevanten Dokumenten häufiger sein. Wenn ich das dann einsetze, bin ich am Ende bei so einer Abschätzung, die sagt, okay, 1 durch Q mal die Summe der Logarithmen von den Wahrscheinlichkeiten T in dem Dokument zu sehen, hoch der entsprechenden Häufigkeit in der Anfrage. Und das ist ja im Prinzip äquivalent zu dem einen Ding, was wir mal ausgegraut haben beim Query-Likelihood-Modell, ne? Wo wir das sozusagen auch schon so gemacht haben. Also wenn ich quasi sage, ich benutze statt dieses eigentlichen Relevanzmodells, statt der eigentlichen relevanten Dokumente, die mir so ein Sprachmodell generieren, benutze ich einfach erstmal als Wahrscheinlichkeiten diese relativen Häufigkeiten der Termine Anfrage, dann bin ich wieder beim Original Query-Likelihood-Modell. Dann habe ich tatsächlich keine Informationen über die relevanten Dokumente echt benutzt, außer eben das, was die Anfrage sagte. Nur so als Nebenbemerkung, wenn man das machen würde, würde man also direkt bei Query-Likelihood landen. Wenn man versucht, das direkt auszurechnen, ist man beim Document-Likelihood, klappt auch nicht so gut. Deswegen versuchen wir jetzt also hier das nicht direkt ins Query-Likelihood-Modell wieder umzuwandeln. Also diese Abschätzung hier unten, die benutzen wir nicht, weil Query-Likelihood kennen wir ja schon. Wir wollen tatsächlich mit der Relevanzinformation aus echten relevanten, also echten in Anführungsstrichen relevanten Dokumenten was anfangen. Deswegen versuchen wir das noch so ein bisschen auszurechnen und nicht einfach über die Anfrage zu machen. Aber wenn man es über die Anfrage machen würde, über die relative Häufigkeit der Terme in der Anfrage, dann wäre man einfach beim Query-Likelihood-Modell. Im Prinzip ist es ja aber so, dass zum Anfragezeitpunkt ich nicht weiß, was die relevanten Dokumente sind. Und kann ich auch jetzt erstmal das Sprachmodell nicht irgendwie approximieren, außer eben über die Anfrage, was die erste Idee gewesen wäre. Sind wir einfach bei Query Likelihood, hat uns also nichts Neues gebracht. Deswegen versuchen wir es ein bisschen anders zu machen und sagen, naja, was ich weiß, ist ja nach Definition sozusagen, habe ich die Anfrage Q aus dem Relevanzmodell generiert. Und deswegen könnte ich jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit, einen Term in dem Relevanzmodell zu sehen, ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, den Term zu sehen, gegeben die Anfrage, die ich repräsentiert habe. Aber jetzt nicht direkt schon umgeformt in die einfach relativen Häufigkeiten den Term in der Anfrage zu sehen, sondern wir ziehen es jetzt ein bisschen auseinander und sagen, okay, wir haben die Wahrscheinlichkeit, den Term gegeben, diese Folge von Termen zu sehen. Die wollen wir ausrechnen. Und jetzt aber nicht einfach nur direkt approximiert als wie wahrscheinlich ist der Term in der Anfrage, weil wir dann wieder beim Query-Likelihood-Modell sind. Aber im Prinzip fragen wir uns jetzt, wenn ich diese Folge hier aus dem Relevanzmodell gezogen habe, nämlich die Folge, die genau die Anfrage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass ich als nächstes T ziehe? Also wenn ich die ersten Q-Terme hier gezogen habe aus der Anfrage, wie wahrscheinlich ist es, als nächstes T zu ziehen? Und ja, da können wir fragen, das ist also eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit ist also die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, das alles sozusagen zu sehen, durch die Wahrscheinlichkeit, also die Folge von Anfragetermen zu sehen. Und wenn ich das jetzt noch weiter umforme, um also auch das Ganze additiv zu machen, dann frage ich mich hier unten, damit das sozusagen eine Verteilung wieder wird, würde ich hier unten also einmal, um diese Wahrscheinlichkeit der Anfrage auszurechnen, einfach über alle Terme T drüber gehen und sagen, deren Wahrscheinlichkeit gemeinsam mit der Anfrage aufzutauchen. Also wenn ich die Anfrage sehe, wie wahrscheinlich ist es als nächstes, einen Term T zu generieren und das für jeden dieser Terme einmal durch. Das insgesamt ist dann also
eine Absicherung dafür, dass das Ganze hier Wahrscheinlichkeiten sind und dass das Ganze wieder additiv ist. So, jetzt haben wir immer noch nicht genau diese Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Dazu brauchen wir jetzt tatsächlich mal, also entweder brauchen wir die Informationen aus sozusagen diesem Relevanzmodell, was ich aber eben nicht kenne, oder wir sagen, wir nehmen wieder so eine Art Relevanz als bekannt an. Angenommen, wir kennen eine Teilmenge der relevanten Dokumente, die relevant für die Anfrage sind, entweder direkt vom Nutzer gegeben oder implizit, also explizit gegeben als Information, das hier ist relevant, das ist nicht relevant, oder implizit über Klicks gegeben oder auch als Pseudorelevanz, könnte man sich das vorstellen. Dann kann ich eben versuchen, diese Wahrscheinlichkeit hier des gemeinsamen Auftretens von T mit der Folge der Anfrageterme abzuschätzen, indem ich über alle Dokumente gehe, die relevant sind. Ich frage, wie wahrscheinlich sind die? Kann ich gegebenenfalls wieder weglassen, wenn ich also die als alle gleich wahrscheinlich ansehe und frage, wie wahrscheinlich ist es, diese Terme alle gemeinsam zu sehen, gegeben das Sprachmodell von D. Also die Repräsentation von D ist wieder ein Sprachmodell, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie wahrscheinlich ist es, diese Folge zu sehen, gegeben dieses Sprachmodell von D? Und ja, das mache ich für jedes der relevanten Dokumente einmal und summiere sozusagen über die. Dazu brauche ich aber eine Teilmenge der relevanten Dokumente und die kann ich eben durch Relevanzfeedback bekommen, also explizit, implizit oder Pseudorelevanzfeedback. Vereinfachend macht es dann noch wieder Sinn, um das sozusagen besser ausrechnen zu können, zu sagen, na, die Terme, die kommen wohl unabhängig voneinander vor, also die typische Unabhängigkeitsannahme. Und dann kann ich da also wieder hier hinten ein Produkt draus machen. Also die Wahrscheinlichkeit T zu sehen, gegeben das Language Model von D, mal dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten, diese einzelnen Query-Terme zu sehen. Und hier vorne eben noch als a priori Wahrscheinlichkeit gegebenenfalls die Wahrscheinlichkeit dieses einzelnen Dokuments. Oder eben, wenn ich die weglasse, wieder alle gleich wahrscheinlich. Unabhängigkeitsannahme hat jetzt wieder dazu geführt, dass man das hier besser ausrechnen kann und dass ich es eben nicht mit einem höherdimensionalen Sprachmodell hinkriegen muss. Also ich kann es jetzt also mit den Einzelternwahrscheinlichkeiten machen und muss jetzt nicht fragen, was sind so die Kohärenzwahrscheinlichkeiten von Termkombinationen, was würde das Ganze wieder zu groß machen, diese Einzelwahrscheinlichkeiten der Terme in Dokumenten. Die kann ich aber eben im Index abspeichern. Wenn ich das Ganze jetzt also insgesamt einsetze mit Relevanzfeedback, bekomme ich also insgesamt eine recht komplex aussehende Formel erstmal, aber die Teile, die haben wir uns alle der Reihe nach erarbeitet. Hier steht also die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Term in dem Relevanzmodell zu sehen, dieses Ding hier. Und der Logarithmus der Wahrscheinlichkeit, den Term in dem Dokument zu sehen. Das kam sozusagen von der KL-Divergenz her. Und hier unten steht auch nochmal entsprechend die Frage, wie wahrscheinlich ist es sozusagen, den Term in dem Dokument zu sehen und eben auch gegeben, dass ich diese Anfrage noch mitgesehen habe. Das heißt, insgesamt habe ich für das Retrieval folgendes Vorgehen wahrscheinlich zu wählen. Ich nehme eine Anfrage. Ranke die Dokumente, die gesamte Kollektion erstmal beispielsweise nach Query Likelihood, also sprachmodellbasiert, hatten wir uns da vorher angeschaut. Dann nehme ich die Top 10 bis 50 Dokumente und generiere mir Pseudorelevanz-Feedback, also dieses R+. Basierend auf diesem R+, also entweder auf 10 Dokumenten oder eben bis hin zu 50 Dokumenten, baue ich dann das Relevanzmodell. Das Relevanzmodell ist also auch ein Sprachmodell, das enthält Wahrscheinlichkeiten. Und dann ranke ich die Dokumente nach KL-Divergenz entsprechend dieses Scores, den wir hier oben dann zugrunde gelegt haben. Hintergrund ist, ich habe Query Likelihood mit einem Relevance-Feedback sozusagen eingebaut, mit einem Pseudo-Relevance-Feedback. Und dann habe ich also Query Likelihood und das Relevance-Model sozusagen kombiniert. Man könnte natürlich auch, muss nicht mit Query Likelihood anfangen, man könnte auch ein BM25 ranken oder so am Anfang und dann eben das Relevanzmodell aufbauen. Das ist dann quasi BM25 und sprachmodellbasiertes Retrieval Model zusammengepackt.
man sich das Ganze nochmal anschaut, also sozusagen das Relevance-Model-basierte, Query Likelihood hatten wir uns ja vorher angeschaut, könnte jetzt hier ein Teil wieder sein. Na, die Vorteile vom Relevance-Modell-basierten Verfahren ist, dass man es mathematisch präzise sozusagen ausdrücken kann. Es ist konzeptuell simpel, also quasi schon mit eingebauter Relevance-Feedback-Schleife. Man kann es berechnen, also viele Sachen kann man vorberechnet im Index ablegen. Und intuitiv ist es auch in gewisser Weise, dass ich eben frage, wie wahrscheinlich ist es denn aus sozusagen dem Relevanzmodell, angenommen, ich wüsste das Relevanzmodell, wie ähnlich ist denn ein gegebenes Dokument, was ich bewerten soll, zu diesem Relevanzmodell? Wenn es sehr ähnlich ist, dann möchte ich es sehr, sehr hoch ranken. Wenn es nicht so ähnlich ist, dann möchte ich es eher niedriger ranken. Also die Intuition dahinter ist erstmal irgendwie ganz schick. Die eigentliche Retrieval-Effektivität, also im Prinzip kann man unter Performance Effektivität Effizienz verstehen. Die Effizienz hängt so ein bisschen davon ab, was ich für eine Indexstruktur gebaut habe. Aber vom Effektivitätsgesichtspunkt her ist das auch ein sehr kompetitives Verfahren, so vorzugehen. Also es ist im Prinzip so ähnlich gut wie BM25, in manchen Szenarien eben besser, in manchen vielleicht ein bisschen schlechter, aber auch eins der beliebteren Retrieval-Modelle. Nachteil ist, man muss ziemlich viel tunen. Also wenn ich tatsächlich Query Likelihood beispielsweise auch schon in dem Kandidatenretrieval für das Relevanzmodell benutze, dann muss ich da Smoothing-Parameter tunen und so weiter. Außerdem ist sozusagen die angenommene Äquivalenz zwischen Dokument und dem Informationsbedürfnis, so wie es repräsentiert ist, die ist eigentlich unrealistisch. Natürlich empirisch führt es zu etwas, funktioniert also so halbwegs, aber eigentlich ist diese Annahme dann doch vielleicht wieder ein bisschen aus der Luft gegriffen gewesen. Und was eher schwierig ist, ist hier so ein bisschen irgendwie noch mit einzubauen, dass es natürlich verschiedene Anfragen für dasselbe Informationsbedürfnis geben könnte. Und deswegen werden wahrscheinlich verschiedene Anfragen für dasselbe Informationsbedürfnis nicht unbedingt identische Rankings generieren. Das ist vielleicht in gewisser Weise auch ein Nachteil. Ja, im Prinzip kann man sich aber auch darauf zurückziehen und sagen, ja, dann nehmen wir halt einfach nur Query Likelihood, dann machen wir diesen ganzen Relevance-Model-Quatsch halt, also Quatsch in Anführungsstrichen, dann doch nicht, weil wir eh davon ausgehen, dass das Pseudo-Relevance-Feedback uns vielleicht so ein bisschen in die Irre führt. Also wenn ich die Top-10-Ergebnisse nehme. Unter praktischen Gesichtspunkten hat sich aber in verschiedenen Track-Szenarien gezeigt, dass das Ganze doch ganz effektiv wird. Und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall auch noch in der Vorlesung irgendwann mal über die Evaluierung unterhalten, um dann tatsächlich mal zu sehen, was es denn bedeutet, effektiv Retrieval durchzuführen, also gute Retrieval-Ergebnisse zurückzuliefern. So viel aber erstmal zu den sprachmodellbasierten Retrieval-Modellen. Danke.